Ja, herzlich willkommen zu meinem ersten Tutorial zum Thema Reason 4. Ich möchte euch heute vorstellen, wie man einfache oder so die einfachen Prinzipien, wie man Elektrohaus-Basslinien selber basteln kann. Ich habe hier mal ein Stück, damit ihr ungefähr wisst, in welche Richtung das geht, von der Melodie her. Genau, darum soll es gehen. Also fangen wir erstmal an. Wir öffnen ein stinknormales neues Projekt. Der Mixer ist schon geöffnet. Und als allererstes mit Rechtsklick erzeugen wir einen Combinator. Im Combinator selbst erzeugen wir dann den Malmström Raintable Synthesizer. Und falls das bei euch noch nicht geschehen ist, machen wir mit Rechtsklick auf dieses Dateisymbol, drücken wir Patch initialisieren, damit quasi alles auf Null gestellt ist und wir einfach basteln können. So, das erste, was wir machen, ist, wir stellen hier den Pitch auf 12, denn im Elektrohaus ist es oft sehr wichtig, dass man mit Pitch arbeitet, also mit diesem Drehregler, um gleitende Übergänge zwischen den Tönen zu erzeugen. Genau da hört ihr es. Dann geht das eine Oktave nach oben, wenn ich den Drehregler ganz nach oben mache. So. Okay, im Oszillator A nehmen wir jetzt als erstes eine Wellenform, und zwar klassische Elektrohaus, die Sägezahnwellenform, aktivieren Oszillator B und wählen hier ebenfalls eine Sägezahnwelle aus. So. Das hört sich dann schon mal typisch elektromäßig an. Noch nicht sehr spektakulär. Allerdings, jetzt machen wir bei Oszillator A die Tonhöhe 7 Halbtöne nach oben. Das macht man auch sehr gerne im Elektrohaus. Und wenn wir jetzt mal hören, klingt das schon wesentlich interessanter. Genau, das ist doch schon mal typisch Elektro, würde ich sagen. Also, als nächstes sorgen wir nämlich jetzt dafür, hier haben wir jetzt erstmal alles Grundlegende abgeschlossen, sorgen wir jetzt dafür, dass wir die Basslinie zum Pumpen kriegen. Und zwar machen wir das mittels Sidechaining, und dafür erzeugen wir als erstes einen Kompressor. Und während ihr den erzeugt, haltet ihr die Shift-Taste oder die Umschalttaste gedrückt. Dann seht ihr nämlich, wenn ihr jetzt die Tab-Taste drückt, hinten, hier ist nichts verkabelt worden. Das wollen wir nämlich gleich selber machen. Dann gehen wir hier nochmal auf Rechtsklick, erzeugen dann zusätzlich noch einen Redrum-Computer. Da wieder die Shift-Taste gedrückt halten, damit auch hier nichts verbunden ist. Und jetzt geht es an die Verkabelung, dass wir das Teil zum Pumpen kriegen. Also, erstmal weg hiermit. Den Ausgang vom Synthesizer packen wir in den Eingang des Kompressors. Der Ausgang des Kompressors kommt dann wieder hier an den Ausgang des Kombinators. Und jetzt müssen wir hier noch den Sidechain verbinden, nämlich hier mit einer Bassdrum im Redrum-Computer. Und das machen wir, ja, es ist eigentlich egal, wo ihr es macht. Suchen wir uns dann jetzt mal eine Kick aus. Das ist auch nicht sonderlich wichtig, was das für eine ist, da man die nämlich später dann eh nicht hört. Ja, das passt schon. Okay, so, jetzt machen wir hier ein einfaches Pattern. Können hier die Dynamik auf hart auswählen, damit richtig Druck kommt in die Kick, denn die Kick soll ja die Basslinie wegdrücken, und je härter
die Kick ist, desto mehr wird auch die Basslinie weggedrückt, desto mehr pumpt es. So, dann klicken wir hier auf Run, damit das Ding durchgehend läuft. Drücken wir die Tab-Taste und jetzt wollen wir die Kick verbinden, hier mit dem Sidechain-Eingang. Und das ist im Grunde genommen ein ganz einfaches Prinzip. Jetzt habe ich ja den Synthesizer hier in dem Eingang und da ist der Ausgang. Und jedes Mal, wenn die Kick kommt, dann, wie ihr seht, wird der Ton von der Basslinie weggedrückt. Mal gucken, ob man jetzt schon was hört. Genau, das hört ihr jetzt schon, dass da was anfängt zu pumpen. Wenn wir jetzt die Ratio so rum unendlich zu 1 machen, dann ist die Kompression stärker. Das seht ihr auch hier, wie viel da an Lautstärke reduziert wird. Jetzt machen wir den Schwellenwert noch runter. Und jetzt pumpt das Teil richtig. Hören wir uns mal an. Genau. Jetzt machen wir hier die Attack noch ganz nach vorne. Das kann man jetzt schwer erklären, warum, aber das schafft einfach einen fließenderen Übergang. Machen die Release ganz nach hinten, damit das Pumpen länger anhält. Genau, so, das hört sich doch schon mal gut an. Können wir hier ein bisschen lauter regeln. Ja, und das ist doch im Grunde genommen schon mal keine schlechte Ausgangsbasis für eine Basslinie. Jetzt erzeugen wir mal, muss mal eben gucken, wie lange ich hier schon mache. Ich habe ja nur 10 Minuten. Oh. Jetzt erzeugen wir hier mal einfach schnell einen Clip. Können hier auf 128 gehen, da das der Standard Elektrohaus, das Standard Elektrohaus-Tempo ist. So. Geht ja nur um das Prinzip. So, das ist doch schon mal nicht schlecht. Genau. Und jetzt können wir, um einfach mal zu sehen, ob das so funktioniert, noch einen Drum-Bereich dazu hauen. Das machen wir jetzt einfach mal ganz schnell. So, machen hier ein kleines kurzes House-Pattern. Ein Snare dazu. So, jetzt machen wir noch eine Hi-Hat dazu. Und da können wir dann ganz einfach machen die ein bisschen lauter. Kopieren das jetzt in den Sequenzer und jetzt schauen wir einfach mal, wie sich das anhört. Genau, und dann können wir nämlich auch noch mit dem Pitch spielen. Das probieren wir jetzt mal. Während ich das abspiele. Ja, war jetzt ein bisschen schlecht eingespielt, aber das Prinzip sollte klar sein. Ja, erstmal vielen Dank und ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte. Tschüss!